Wenn es so weitergeht, dann können wir den Laden ja bald zumachen. Also man gibt ja überhaupt keinerlei Einsparungsmöglichkeiten mehr. Ja, die einzige Möglichkeit wäre beim Fuhrpark oder beim Büromaterial. Da kommt was zusammen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Angestellten ganz schön verschwenderisch mit dem Arbeitsmaterial umgehen, nicht wahr? Ja, bitte? Ich habe hier das Rundschreiben, Herr Seibold. Ja. Wenn Sie das eben unterschreiben könnten. Ja, natürlich. Das ist auch in Ordnung so. Und jetzt sorgen Sie bitte dafür, dass das jeder Mitarbeiter heute noch auf den Tisch bekommt, ja? Mache ich sofort. Ich werde es 150 Mal ausdrucken lassen. Frau Piepenbrick, wissen Sie eigentlich, was wir jedes Jahr an Papier verschwenden? Ja, aber... Wissen Sie, was das kostet? Ja, aber... Kein Aber. Jetzt denken Sie mal ein bisschen mit. Jetzt aber Schluss mit der Verschwenderei. Sie drucken das jetzt einmal aus und dann fotokopieren Sie es 149 Mal. So. Mm.